Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Hof Neumann. Heute wieder bei der Lenny und der Michael. Der Michael und der Lenny, guten Tag. Hallihallo. Hallo. Servus. So, erste Frage, Männer. Seid ihr alle am Arbeiten? Natürlich. Ausreden müssen nur schnell und spontan kommen, ne? Dann sind sie glaubwürdig. Ich bin am Arbeiten. Du hast kurz nicht gefragt, was wir machen, dann wäre ich ins Schwimmen gekommen, aber. Ach so, ja, okay. Das beim nächsten Mal dann. Okay. Unser Meister Bäcker, wie sieht's aus? Läuft? Läuft. Ich habe auch festgestellt, wenn wir die Brote ein bisschen länger liegen lassen, werden die auch voller und dann werden die auch schwerer. Dann bringen die auch mehr Geld. Ah, okay. Sollten wir noch ganz kurz drauf eingehen, glaube ich. Wir haben es noch nicht erzählt. Wir hatten uns beim letzten Mal gewundert. Wir haben Brote in den Ofen geschoben mit 3 Kilo und haben uns darüber gewundert, dass die exakt 2 Euro gebracht haben oder so, ne? Genau. Wahnsinnig wenig und dachten so, oh, boah, Brot, Alter, der Aufwand lohnt ja überhaupt gar nicht. Die Ressourcen auch nicht. Ich war mega frustriert. Mega frustriert. Lenny hat richtig, wirklich, die ganze Woche mussten wir Lenny aufbauen, ne, und sagen, komm. Schon die Tür einfach zugeknallt, gesagt, ich mach kein Brot mehr. Gar nicht so schlimm, alles wird wieder gut, wir finden eine andere Aufgabe für dich, du bist nicht nutzlos, ne, sowas musst du ihm alles sagen. Ja gut. Die Therapiestunden erst. Eine? Das war ein Marathon. Ja. Ich will nicht die Psychiater-Rechnung sehen. Nein, also Spaß beiseite. Gut. Das heißt, wir warten jetzt immer drauf, bis wir 30 Kilo Brote bekommen. Genau, wenn es gebacken ist. Ja. Also gebackene Brote sind sogar noch schwerer. Ich habe jetzt hier unten eins drin. Das hat 26,67 Liter. Und das sind 44% Füllung des Brotes. Okay, cool. Also da kommt noch viel mehr dann zum Vorschein. Ja, die Hefe geht ja auf, ne? Ja, genau. Sehr gut. Das wird ja, richtig schwer, das Brot. Ja. Perfekt. Oh, guck mal, ich habe ein Stückchen stehen lassen. Das klingt doch schon mal sehr gut. Ja, ich bin auch ganz begeistert. So verdienen wir ein bisschen Geld mit unserem Brot. Das war so die Idee, ja. Auch, weil wir hatten ja letztes Mal das Thema mit der Gülle. Ja. Man könnte ja auch einfach sagen, man lässt den Dünger weg und macht alles mit Gülle und holt sich diesen Gülleverkauf mit drauf, dass man auch Gülle einkaufen kann. Können wir auch grundsätzlich. Weil dann kann man mit Gülle spielen, braucht nicht eine Million Schweine und zumindest so lange, bis wir es noch nicht selber haben, ne? Ja, oder bis man selber Schweine hat, die genug produzieren und Kühe, kann man es dann einkaufen. Nicht schlecht. Normalerweise würdest du ja theoretisch, wenn du zweimal düngen willst, erstmal mit Gülle düngen und zweite Mal, weil Gülle fast ja keine Pflegebereifung hat, dann mit irgendeinem Kunstdünger drüber gehen. Ja, aber es gibt ja auch Güllefässer. Güllefässer mit Pflegebereifung. Aber du kannst ja vor der Bodenbearbeitung Gülle drauf, da musst du es ja eh untergrubbern, laut Richtlinien. Ja. Und dann fährst du mit der Sämaschine drüber. Die hat es ja dann eh, stimmt. Ja mal die frisch gesäte Frucht mit Gülle schmeißen. Oder holst du eine Sämaschine, die eine Kombi hat. Ja, ich wollte gerade sagen, holst du eine Sämaschine, die Dings hat. Müsste man mal testen, wenn ich jetzt Gülle rausbringe, danach mit der Sämaschine drüber fahre, geht das als 2 Schritte oder zählt das nur als einer? Wenn du nach der Gülle flügst, auf jeden Fall. Ja, aber wenn ich dann mit der Direktsaat drüber gehe. Ich glaube, das nimmt er nicht. Glaube auch, aber wäre natürlich cool, ne? Denn du fährst vorher noch mit dem Grubber drüber. Wäre eine Idee, ne? Sich keine Direktsaat zu holen, sondern einen Grubber und dann zu sehen, ne? Du musst die Gülle ja eh eingrubbern. Laut Richtlinie, natürlich. Du könntest auch gleich das Gülle-Grubber-Fass kaufen, weißt du, was ich meine? Da das geht? Tun haben wir im 6 Meter Amazon. Geht Gülle-Grubber. Das? Ja. Dass er das dann auch bei der Direktsaat als Saat sieht? Ach, das weiß ich nicht. Das wäre etwas, was man ausprobieren könnte. Ja, lasst uns das mal machen. Also ein Gülleschlitzer finde ich cooler tatsächlich als die Schleppschläuche, muss ich gestehen. Und ich habe gerade schon die geile Idee. Haben wir hier gerade nicht mit drauf. Glaube ich zumindest. Ich gucke kurz. Nee, haben wir nicht mit drauf. Aber es gibt doch das Horschbeck. Ja. Ne, schön hier hinten. Der große Tankkind mit dem kleinen 6 Meter Schlitzer dran.
Den Holmaterra. Was habe ich gesagt? Horsch nicht. Holmapack. Holmaterra Variant Dings hier ist das doch, ne? Güllebomber fahren oder was? Ja, Güllebomber. Ah, aber die Selbstfahrer Güllebomber. Wie bitte? Das ist aber erst was für später. Ja, na. Kostet ja ein paar Mark. Eine halbe Mille kostet das Teil, aber das wäre doch mal was, oder? Du kannst ja an den Horsch. Kannst du ja. Horsch, jetzt sage ich das auch schon, ey. An den Holmer. Entschuldigung, ja. An den Holmer mit dem Zunhammerfass drauf. Kannst du ja noch ein Zunhammerfass hinten dranhängen. Mit Güllegruber. Ja, okay. Also Frage. Hast du mehr Liter. Alles gut. Aber wir haben ja das Minios-System drauf. Wie funktioniert das dann? Was? Das Ding voll machen? Nee, voll machen nicht, dass er von vorne nach hinten pumpt zum Beispiel. Ich glaube, das braucht er nicht, das erkennt er gar nicht. Das erkennt er ja, weil das ein Fahrzeug ist. Das ist wie mit der Seemaschine und dem Korntank vorne dran. Naja, bei einer Seemaschine und einem Korntank hast du ja eigentlich so einen Schlauch hier links. Ja, bei der Lemken auch nicht. Ich denke, der erkennt das einfach so. Ja, das müsste man... ich bin voll. Ansonsten müsste man einfach mal versuchen, wie das ist, ob man das auf dem Feld hin und her pumpen kann, ob die Pumpen integriert haben, dann funktioniert es ja auch. Nimmst also halt das Zunahmefass habe ich auf der Hinterkai weg, das kann pumpen. Ja. Dann nimmst du halt einfach einen Fass, was pumpen kann, automatisch, ohne eine extra Pumpe. Nimmst aufs Fass, hast du ja eh Platz für Schläuche, dann kannst du auch hin und her pumpen zur Not. Sollte er es nicht erkennen, weißt du, was ich meine? Ja, ganz kurze Frage, ist der Hofschlepper frei? Nein, den habe ich mir gerade geschnappt. Ich bräuchte ein Frontlader-Ding, sonst muss ich leider Kramer fahren. Jeder weiß, wie du gerne. Du kannst ja meinen Schlepper nehmen, der steht hinter dem Seitenhof. Da ist ein Frontlader dran. Okay. Du kannst auch an deinen einfach einen Frontlader dranhängen. Ja, ich müsste. Meine Seemaschine ist leer. Jetzt müsste ich mit meiner. Hier hätte jetzt einmal mit dem Frontlader so ein Big Pack dahin gefahren. Darum okay. Geht's eigentlich. Nee, kannst du mal einen nehmen, wenn du willst. Das ist kein Problem. Der steht am Seitenhof. Da ist ein Frontlader dran, musst du nur mal dran nehmen, wo du die Packs fahren kannst. Ja, das steht ja hier bei den Big Packs. Das haben wir ja. Genau. Frage: da? Kann einer mein LKW kurz wegbringen? Ja, ich komme sofort. Weiß gar nicht. Ja, warte, komm, ich fahr selber. Alles gut. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir den noch wegbringen können. Oh. Weil? Ja, irgendwann machen die Händler zu, ne? Wo mussten hin? Nach unten. Wie heißt es denn jetzt hier? Weiß ich gerade nicht. Reifeisen oder? Reifeisen Schüttgut. Genau. Reifeisen hat zu. Hat vor 11 Minuten geschlossen. Ja. Kannst du das Tor manuell öffnen? Nee, ne? Nee. Schade. Ja, wir haben festgestellt, wir haben es auf der Ebsdorfer Heide, habe ich festgestellt. Da war es auch zu, aber du konntest das Tor manuell öffnen. Ganz zur Freude gewisser Leute. Grüße, ne? Dann kann ich die Mission nicht weitermachen. Da müssen wir morgen früh weitermachen. Ja. Dann bin ich arbeitslos. Du kannst mal deinen Schlepper wieder auf den Hof holen, wenn du willst. Richtig, der steht noch da unten. Der steht auf der 2 rum. Gut, und was mache ich in 30 Sekunden dann? Die Folge abmoderieren? Schwierig. Ich übergebe dir den Hofschlepper mit dem Düngerstreuer und ich mache weiter Brot. Ach, Brot. Ich versuche mich mal als Bäcker. Na, macht mal. Da müsste auch dann einiges im Backofen liegen. Und ja. Der nächste Leib ist voll sein. Ich hab okay. Noch eine Backstubenphobie. Ich traue mich da noch nicht wieder rein. Ach. So. Dann bringe ich erstmal schnell den Schleiber weg. Und dann probiere ich mich mal als Bäckermeister. Mal gucken, ob unser Bäckermeister mich ja mich gut genug eingewiesen hat. In die hohe Kunst der Bio-Bäckerei oder so ähnlich. Da musst du aufpassen, die Brote klitschen gern durch den Boden. Der Backologie? Backologie. Also tatsächlich, wir haben bei uns einen Bäcker, der neulich erst für seine 7 Brote ausgezeichnet wurde. Jedes Brot wurde ausgezeichnet.
muss sehr gut sein, dass man für jedes Brot eine Auszeichnung bekommt, keine Ahnung. Aber die sind auch verdammt gut, ne? So selbstgebackene Brote. So, selbstgebacken, ja, hat ein Bäcker gemacht, aber. Aber ein Bäcker, der noch nach traditioneller Art Sauerteigbrote macht. Ja, ja, genau. Sowas machen die wirklich, ne? Und das ist. Dann habe ich auch zu zweit um mich rum. Das ist schon geil. Also, das hat mich schon. Ich kaufe da auch unsere, am Wochenende unsere Brötchen. Ist schon einfach so wirklich mega. Das ist ein guter traditioneller Bäcker, das ist schon was Geiles. Vor allen Dingen, das sind, sag schon, Sauerteigbrötchen und sowas. Also richtig, richtig geil, muss ich einfach sagen. Boah, ich freue mich immer, wenn Samstag ist und ich Brötchen holen fahren darf. Das glaube ich. ich hätte auch gerade Hunger bekommen. Ja, Hunger habe ich auch, aber das ist sowieso schwierig bei der Aufnahme, ne? Ich habe leider ein Brot mit 5 Litern da gerade reingeschmissen. Wenn das ganz so stimmt, die switch hier zusammen auch im Backofen. Okay, wenn das jetzt hier unten steht mit 41 Litern, ist das dann schon fertig oder wird das noch mehr? Guck mal drauf, dahinter steht eine Prozentzahl. Ja, 69. Da fehlen noch 31. Gut. Mensch. Weil eben war es 44%. Ja. Also der füllt das einfach auf die Laibe. Deswegen siehst du auch im Backofen Anfang nur ein Laib. Egal wie viel Brot du reinlegst, weil der die einfach auffüllt bis voll ist. Ja. Bis er 100% erreicht hat. Gut, wir haben ein Problem. Also wenn wir auf 1 spielen, ne, waren hier gerade mal so ein Laib und ein bisschen fertig, ne? Ja, ich hatte eben auch schon ein paar rausgenommen, bevor ich gemerkt habe, dass ich warten muss. Haben wir. Gute Handarbeit. Wie bitte? Wie ist denn das mit der Milch jetzt eigentlich? Wolltest du. Nee, wir haben noch keine Buttermaschine. Das wir haben noch keine Buttermaschine und wir haben exakt 246 sogar nur Liter Milch. Ja. Schwierig, aber ich habe mal die Zeit auf 5 gestellt. Dann gibt es ein paar mehr Brote. Ich nutze die Gunst der Stunde. Ich packe mal unsere Transe hier ein. Du könntest auch einen Hof mal aufrufen, da steht noch ein Drescher rum und sowas. Ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme made by Lenny. Da ist er ganz groß drin. Einer muss ja auf euch aufpassen. Aber arbeiten kann er nicht, ne? Er kann wirklich nur Arbeit beschaffen. Delegieren. Immerhin hat er mal einen Buben nachgeschlagen, wa? Boah. Knapp so. Synonym für Arbeit verteilen. Oh, delegieren steht hier. Ja, das nehme ich. Das klingt hochgestochen. Ja. So. Ja, und? Ist gut. Jetzt seid ihr dran. latent. Oh. Also die Polizei arbeitet noch, der Blitzer ist schon wieder woanders. Die Nachtschicht hat wieder angefangen. Weil irgendwo, wo er eben noch stand, ist er jetzt schon fort. Also wo heute Mittag noch irgendwann stand. Der ist schon wieder weg. So, ich bringe jetzt den Drescher mal rüber. Wartet mal, können wir den Drescher? Wir haben doch hier drüben. So ein Holzunterstand, stellen wir den Drescher da unter? Nee, macht keinen Sinn, ne? Wir den aber drüben hinstellen, da ist doch jede Menge Platz noch, oder? Ja, da. Wo die Anhänger auch stehen. Ja, da steht auch das Schneidwerk. Und sind wir ehrlich, ne? Der Schneidwerkswagen ist ein Drehschemel, den stelle ich da nicht rückwärts rein in diesen Holzunterstand. Der stellt's schon mal an. Ich finde, wir sollten das in den Holzunterstand stellen. Rückwärts rein, bitte. Ich wusste, dass wenn ich das sage, ihr mir das sagen werdet. So. Läuft. Was macht denn unsere Saatgutproduktion? Ach so. die vielleicht einschalten? Nee, können wir nicht. Wir brauchen noch mehr das Rubin hier. Richtig. Wir mussten das noch kaufen, ne? Weil genau. Wir zu wenig hatten, weil das Mischungsverhältnis noch nicht passt. So ist es. 12.000 Liter hat jemand in die Kommentare geschrieben. Und in den Kommentaren wurde geschrieben, wir sollen die Container nehmen, die IBC-Tanks. Und sollen wieder das befüllen. Ja. Genau, sollen das wieder befüllen. Und zwar muss das bei... Reifeisen, die geschlossen haben. Genau, aber ich guck mal ganz kurz, wo. Ach, guck mal, Reifeisen hat hier. Geiles.
Moment, was kann ich hier machen? Transportlift? Halt, ich will mit... Hi! Kennt einer den Transportlift bei der Reifeisen? Was soll ich kennen? Den Transportlift bei der Reifeisen. Nein. Wo ist der denn? Na, hier, neben dem Kramer. Ich hab mich hier gerade mal hin... Nein, jetzt stehe ich wirklich unten. Was soll das denn? Das ist doch... Achso, das ist der Lift wie bei uns am Schweinestall. Ja, aber wo geht der hin? Was kann ich da liften? Das frage ich mich. Fahr durch Kran, nicht unterschwimmende Last. Ja. Reden übrigens vergessen. Also, irgendwas muss man da ja reinpacken. Geht auch nicht. Fahr mich doch mal hoch. Ja, das Problem ist, du musst mitlaufen, sonst fällst du gleich weg. Ach, guck. Wenn du drauf stehen bleibst, zieht er dir den Boden unter den Füßen weg. Ja, aber hier oben ist ja jetzt auch nichts. Kannst du was einlagern? Ich glaube, ey, hier kannst du was verkaufen. Was denn? PC-Container? Nee, ich vermute Ballen oder sowas. Warte mal, nimmt. So, das ist hier Reifeisen. Nimmt Reifeisen. Reifeisen. Nee, Reifeisen nimmt kein Gras, kein Heu. Ich komme hier nicht mehr raus. Echt? Oh nein! Ich tabbel mal weg. Ich auch. Vor die Tür. In den Truck. Okay, schwierig. Wir haben irgendwas gefunden. Ich lasse den Kran nochmal wieder kurz runter. Okay, ich würde sagen, liebe Leute, mit dieser Bombensensation, es gibt hier einen Kran. Sind wir fertig? Schreibt bitte mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wofür der ist. Würde mich interessieren. Ich weiß es nicht. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns am oder hören wir uns am Freitag um 14 Uhr mal wieder zu einer weiteren Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.